dem Wald der Gefühle haben uns bewiesen, dass es immer einen Weg gibt, anderen zu helfen und ihnen zu zeigen, dass man sie lieb hat. Und deshalb habe ich euch alle hier zu diesem feierlichen Ereignis versammelt, damit ihr miterleben könnt, wie unsere Freunde in die Familie der Glücksbärchis aufgenommen werden. Nun also, liebe Bärchi-Freunde, hört mal alle her. Die Welt braucht sehr viel Liebe, sonst wird sie kalt und leer. So viele denken nur an sich, sind herzlos und gemein. Doch immer mehr bemühen sich, zueinander nett zu sein. Lass uns Freunde sein, keiner schafft es ganz allein. In die Herzen Bächi Glück, in die Herzen Bächi Glück. Jeder kriegt, was er gibt, und man liebt nur den, der liebt. Darum wartet nicht, dass andere was tun. Folgt einfach dem Gefühl, und der Rest ist dann ein Spiel. Lasst die Kraft, die in euch schlummert, nicht mehr ruhen. Tretet alle ein in den Bärchi-Herzverein. In den Bärchi-Herzverein. Lasst uns Freunde sein, keiner schafft es ganz allein. Keiner schafft es ganz allein. Lasst uns alle Freunde sein, keiner schafft es ganz allein. Keiner schafft es ganz allein. Tretet alle ein in den Bärchi-Herzverein. Schafft es ganz allein. Они снова охотятся. Зимы. Ну, это же совершенно невозможно. Вымренков. Вчера ночью кто-то вошел в память нашей центральной компьютерной системы. Согласно программному индикатору, компьютер запросили по поводу расположения инкубационных блоков. Годами сидим на этом проекте. Генерал Маренко, это ваша ответственность. Сделайте что-нибудь. Бунин, подождите меня, дружок, за дверью. Похоже на почерк опять этого чертового шпиона Анжела. Должны мы с ним что-то сделать. Будь осторожен. Я всегда осторожен, товарищ генерал. Europäisches Verkehrschaos. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei Didi auf vollen Touren.
Am 25. Februar dieses Jahres, liebe Zuschauer, wäre der beliebte deutsche Schriftsteller Karl May 150 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt das ZDF eine Reihe von Spielfilmen, die nach Romanen und Motiven aus seinem Werk entstanden. Zum Auftakt jetzt der Schut. Der Schut ist ein berüchtigter Bösewicht, aber Karaben Nemsi ist fest entschlossen, ihm das Handwerk zu legen.